Allgude, römische Töpferöfen weichen einer Feuerwehrwache. Nida war in der Zeit des Römischen Reiches Hauptort der Civitas Taunensium. Heute ist das Heidenfeld von den Siedlungen Römerstadt und Nordweststadt radikal überbaut. Dadurch ist von dem früheren deutschen Pompeji nicht viel übrig geblieben. Im Zuge eines Neubaus für die Feuerwache 21 werden Reste eines alten Kellers und ein Töpferofen archäologisch ausgewertet. Heute gab es eine Führung, bei der die Funde erläutert wurden. Dauerhaft erhalten bleibt der überbaute Töpferofen, der gleich nebenan gelegen, heute ebenfalls besichtigt werden konnte. Dr. Carsten Wenzel schildert plastisch, in welchem Zusammenhang die Funde zu sehen sind. Stellen wir uns die Stadt so vor 1750, 1800 Jahren vor, also um das Jahr 200, 210, 220 nach Christus. Eine Stadtmauer mit fast 3 Kilometer Länge außenrum. Das ist die Nidda, einen kleinen Hafen. Es ist das Verwaltungszentrum der ganzen nordmainischen Limesregion, so ab 110 etwa. Also der ganze Limesbogen, wenn Sie vor Augen haben, so die Taunus-Limeskastelle, Wetterau bis nach Gießen, bis an den Main wieder bei Großkrotzenburg ungefähr. Das wird von hier aus dann zivil verwaltet. Es ist die größte uns bekannte ummauerte Stadt im rechtsrheinischen Teil der Provinz Obergermanien, die wir kennen. Also das ist, hier findet halt alles statt, was in der Region wichtig ist. Das ist Verwaltungssitz, das ist der religiöse Zentrum mit Tempeln, wahrscheinlich, das ist noch keiner wirklich ausgegraben. In Tren haben wir also Heiligtümer für einen Gott Mithras, mit einem Marktplatz hier in dem Bereich, mit großen Thermenanlagen, die vor über 100 Jahren schon untersucht worden sind, und natürlich mit Wohnbebauung und Handwerksbetrieben, um die es jetzt ergehen soll in allererster Linie. Wenn man genau guckt, sieht man, die Öfen liegen nicht gerade in der Stadtmitte, sondern nur so ein bisschen außerhalb, hier am Rand, vor allem hier im Süden, im Westen und im Norden der Stadt. Das macht ja auch Sinn. Wir reden von der Stadt aus Fachwerkhäusern zum großen Teil. Ofen, Töpferei heißt, da brennt's, Feuergefahr. Will ich möglichst da nicht da, wo Häuser stehen, deswegen immer so ein bisschen randlich. Nächstes Problem ist, die Töpfer brauchen viel Platz, weil die ihre Gefäße ja, bevor die in den Ofen kommen, zum Trocknen auslegen müssen. Und auch das finde ich natürlich nicht mitten im Siedlungsraum, sondern eher ein bisschen am Rand oder sogar vor der Stadtmauer, wie wir hier jetzt gerade in unserem Bereich ja auch sehen. Entdeckt hat man die ganzen Öfen in den 70er Jahren, 1972, als man hier die Böschung für die Rosa-Luxemburg-Straße gebaut hat. Und aufgrund der guten Erhaltung dieser beiden Öfen nimmt man die und baut einen Schutzbau drüber. Jetzt sieht man diese Öfen wieder so, wie sie damals aufgedeckt worden sind, konserviert worden sind. Es fehlen aber zwei, die bei den Bauarbeiten zerstört waren. Der eine eben hier in der Böschung und noch einer hier im Norden. Also es waren ursprünglich mal 4, die zusammengehört haben. Plus dieser kleine Backofen, also klein ist er eigentlich gar nicht. Also kein Töpferofen, sondern Backofen, den man irgendwas zu essen sich produziert hat offensichtlich. Der ist eigentlich so der Klassiker, da links mit der runden Form. Sie sehen vorne den Schürkanal auch sehr schön ausgeführt. Schürkanal deswegen, da wird das Holz dann reingeschoben, oder die Holzkohle besser gesagt, um den Brennraum zu beheizen. Sie sehen, der Brennraum ist unter der Sartelle, die ist wieder eingesetzt worden, die war auf der Höhe, aber die war nicht mehr erhalten. Unsere Frankfurter Handwerker dürften mit Sicherheit eher zu den angesehenen Bürgern ihrer Gemeinschaft gezählt haben. Die dürften ihre Wohnung in der Stadt gehabt haben. Also sind zum Arbeiten hier raus, vor das Stadttor, sind dann zum Wohnen wieder rein, einfach in die Stadt reingegangen, höchstwahrscheinlich. Und wenn Ihnen dieser Clip gefallen hat, dann verpassen Sie bitte keinen künftigen Clip mehr von Mein Frankfurt. Und abonnieren Sie den Kanal bitte jetzt hier.